Hawaii, mitten im Pazifischen Ozean. So abgelegen diese Inseln auch sein mögen, selbst an ihren Ufern findet sich massenweise Plastikmüll. Der zersetzt sich extrem langsam und die Berge wachsen. An der Universität von Hawaii untersuchen Wissenschaftler den Pazifik und seine Bewohner. Und sie finden mehr und mehr Plastik. Keine Ahnung, was das war. Aber es ist eindeutig Kunststoff. Jessica Perelman ist Biologin. Sie hat begonnen, den Plastikmüll zu sammeln, den sie in Fischmägen findet. Manchmal finden wir Plastiktüten. Die hier habe ich ganz zerknüllt in einem Magen gefunden und dann auseinandergefaltet. Wie reagiert man auf so einen Fund? Ich war schockiert. Dann begann ich, es zu dokumentieren, zu messen, zu fotografieren und alles den Kollegen zu zeigen. Wir waren entsetzt, dass die Fische so viel Müll in sich aufnehmen. Zu ihrem Erstaunen entdeckt die Biologin sogar Plastikabfall in Exemplaren der räuberischen Lanzenfische. Bei dieser Art hätte die Forscherin das eigentlich nicht für möglich gehalten. Diese Fische leben in 200 bis 1400 Meter Tiefe. Und auch dort kommen sie mit Plastik in Kontakt. Das Problem ist also viel weiter verbreitet, als wir bisher dachten. Selbst in großer Tiefe verschlucken die Lanzenfische Plastikteile aller Art. Manchmal findet man sogar Etiketten, wie von dieser Dasani-Flasche. Was ist das? Das Etikett einer Wasserflasche der Marke Dasani, gefunden im Magen eines Lanzenfisches. Ist diese Marke bekannt? Ja, Dasani ist eine weit verbreitete Tafelwassermarke. Wenn wir solche Etiketten finden, lässt sich leicht bestimmen, woher der Müll ursprünglich stammt. There's always more to things than just what you see. And Dasani is much more than just water in a bottle. Tatsächlich ist Dasani eine der weltweit meistverkauften Tafelwassermarken. Auch wer den Namen noch nie gehört hat, kennt bestimmt den Mutterkonzern Coca-Cola. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass auch Dutzende anderer Marken zur Coca-Cola-Unternehmensgruppe zählen. Wie Dasani, Apollinaris, Sprite, Cappy oder Minute Maid, Powerade und natürlich Fanta. Jährlich verkauft die Unternehmensgruppe weltweit über 120 Milliarden Getränkeflaschen. Das entspricht knapp 4000 Flaschen pro Sekunde. Und damit einer Unmenge an Müll. Im Januar 2018 verspricht der Konzern seinen Kunden eine Welt ohne Müll bis zum Jahr 2030. Geschäftsführer James Quincy verkündet den ehrgeizigen Plan höchstpersönlich. Wir müssen eine Kreislaufwirtschaft mit eigener Wertschöpfung aufbauen. Das ist machbar. Eine müllfreie Welt, in der Kunststoffe praktisch endlos recycelt werden. Geht das? Und wie ernst nimmt der Coca-Cola-Konzern sein Versprechen wirklich? Zunächst möchten wir mehr darüber wissen, wie man bisher bei Coca-Cola mit dem Plastikmüllproblem umgeht.
Dazu reisen wir ins Mutterland von Coca-Cola, in die USA. Hier im ländlichen Virginia lebt ein Experte für die Strategie des Getränkekonzerns. Hi guys. Hello, Bart. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Sandrine. Welcome to Virginia. Coming Thank down you. It's difficult Sie sind nicht leicht zu finden. I know. Well, ich weiß. Aber kommen Sie doch rein. Come on in. Thanks. Yeah. Bart Elmore ist Historiker und auf Umweltthemen spezialisiert. Sein Buch Citizen Coke über die rücksichtslose Politik des Konzerns war in Amerika ein Bestseller. Darin geht es auch um die Müllberge, die seit den 1960er Jahren ständig anwachsen. Seitdem sehen wir Massen von Abfall, die sich im ganzen Land auftürmen. Coca-Cola hat versucht, darauf zu reagieren. Oh je, wir werden verantwortlich gemacht für diesen ganzen Müll aus Alu und Plastik. Was können wir tun? Und sie fanden einen Partner in der Organisation Keep America Beautiful. Wenn man diesen Namen hört, bewahrt Amerikas Schönheit, dann denkt man erst mal an eine Gruppe von bärtigen Umweltschützern. So ging es mir jedenfalls. Man sieht ihr Logo überall in den USA. Sie ist immer noch sehr präsent. Erstaunlicherweise ist sie von der Getränke-, Abfüll- und Verpackungsindustrie gegründet worden. Deren Gedanke war, lasst uns den Verbrauchern ein schlechtes Gewissen machen. Sie machen schließlich den Müll. Die Industrie sollte ihre weiße Weste behalten. Ein Indianer, der aussieht wie bei Karl May, macht die Werbespots von Keep America Beautiful in Amerika bekannt. Some people have a deep, abiding respect for the natural beauty that was once this country. Und dieser Typ im Auto wirft ihm den Verpackungsmüll vor die Füße. Dann zoomt der großartige Kameramann groß auf die Träne im Gesicht des weinenden Indianers und ein Erzähler kommt ins Bild und sagt: People start pollution. People can stop it. People start. Menschen verursachen Umweltverschmutzung. Menschen können sie aufhalten. Die Botschaft ist klar. Die Verbraucher sind das Problem, nicht die Industrie. Die Verbraucher. Seit dem Erfolg ihres 70er-Jahre-Werbespots wächst Keep America Beautiful ständig. Praktisch identische Organisationen existieren heute auf der ganzen Welt. Sie alle werden von Coca-Cola unterstützt. Noch immer verwendet der Getränkekonzern dasselbe Prinzip der Schuldzuweisung. Das erleben wir in Versailles, wo wir ausnahmsweise nicht das Schloss besuchen, sondern eine Konferenz im Rathaus. Sie beschäftigt sich mit der Reinhaltung von Städten und ist hochkarätig besetzt. Mit Vertretern von Kommunalverbänden aus ganz Europa. Abschlussredner und Ehrengast ist Derek Robertson, Direktor von Keep Scotland Beautiful. Also dem schottischen Ableger von Keep America Beautiful. Eindeutig ein Fan kohlensäurehaltiger Getränke. Seine Botschaft unterscheidet sich kaum von der des weinenden Indianers. Ich habe das Glück, für eine Organisation in Schottland zu arbeiten, in einem Teil Europas, der einen Scheiß darauf gibt, wollte ich sagen, also dem es egal ist. Aber wir kümmern uns. Wir wollen individuelles Verhalten ändern und bewirken, dass die Menschen endlich über Eigenverantwortung nachdenken. Wieder der Ruf nach der Verantwortung des Einzelnen, nicht der von Konzernen. Ist die für ihn gar kein Thema? Ich sah Sie heute Coca-Cola trinken. Sind Plastikeinwegflaschen nicht auch ein Problem?
Kunststoffverpackungen haben eine sehr nützliche gesellschaftliche Funktion, das dürfen wir nicht vergessen. Die Produkte sind sehr kreativ, sehr, sehr nützlich und sie erfüllen eine wichtige Funktion. Es geht darum, wie der Einzelne die Verpackung entsorgt. Coca-Cola will sie zurückhaben, recyceln und wiederverwenden, aber sie gehört nicht in die Umwelt. Also verhält Coca-Cola sich vorbildlich, sagt der Chef einer angeblichen Umweltschutzorganisation. Ob er zugibt, dass sein Verband von dem Getränkekonzern mitfinanziert wird? Wir fragen ihn nach der Konferenz. Wer finanziert Ihre Stiftung? Niemand finanziert unsere Stiftung. Wirklich niemand? Worauf wollen Sie hinaus? Nichts. Ich stelle doch nur eine legitime journalistische Frage. Aha, also, ich arbeite Vollzeit für meine Organisation in Schottland. Dieser Rolle bin ich absolut verpflichtet. Ich arbeite ehrenamtlich, okay? Ich arbeite für die schottische Regierung und für Gemeinden, die uns dafür bezahlen. Auch für Firmen? Ja, auch Firmen. Welche? Wie viel Zeit haben Sie? Es sind sehr viele. Coca-Cola, H&M, McDonald's, Wrigley, Starbucks. Lauter große Markennamen. Lauter Großunternehmen. Sie alle haben von Coca-Cola gelernt, wie man sich geschickt aus der Affäre zieht. Aber was wäre, wenn der Getränkekonzern wirklich etwas ändern will? Als er sich 2018 für eine Welt ohne Müll ausspricht, kündigt er eine Reihe ehrgeiziger Maßnahmen an, um das Plastikmüllproblem zu lösen. Für Coca-Cola ist Recycling die Maßnahme der Wahl. Also gebrauchte Flaschen zu sammeln, um neue daraus zu machen. Coca-Cola verspricht, seine Flaschen zu 50% aus recyceltem Kunststoff herzustellen. Bis 2030, weltweit. Das ist absolut machbar. Es gibt Modelle für China und andere Teile der Welt, wie man Plastik einen Wert gibt und es wiederverwendet. Klingt nach einem guten Plan. Doch es wäre gut zu wissen, wie genau es der Coca-Cola-Konzern mit seinen Versprechungen nimmt. Er kündigt nämlich nicht zum ersten Mal an, recycelte Kunststoffe verwenden zu wollen. So wie 2008. Da setzt sich Coca-Cola in seinem Bericht über nachhaltige Entwicklung ein Ziel. All seine Flaschen sollen 25% recyceltes Plastik enthalten, bis zum Jahr 2015. Wir versuchen, leider vergeblich, diese Zahl im Report von 2015 wiederzufinden. Nirgends steht, ob der Konzern sein Versprechen eingehalten hat. Schließlich finden wir eine Zahl: 12,4%. Man könnte meinen, das sei der Anteil an recyceltem Kunststoff in Coca-Cola-Flaschen. Aber bei genauerem Hinsehen erweisen sich die 12,4% als Summe der verwendeten recycelten plus der nachwachsenden Rohstoffe. Das sind nur leider zwei völlig unterschiedliche Materialquellen. Um herauszufinden, was das genau bedeutet, treffen wir eine Umweltaktivistin, die sich schon lange mit der Politik des Getränkekonzerns befasst. Hélène Bourges ist Fachfrau für Meeresschutz. Sie weiß, wie man zwischen den Zeilen der Coca-Cola-Statistiken lesen muss. Der Kunststoff, den Coca-Cola als nachwachsend bezeichnet, wird aus Pflanzen gemacht, vor allem aus Maisstärke. Sie nennen ihre Flaschen grün und drucken ein kleines Blatt darauf. Aber der verwendete Rohstoff ändert nichts an den Auswirkungen auf die Umwelt. Auch wenn die Bio-Kunststoffflaschen aus Pflanzen hergestellt werden, chemisch sind sie identisch mit PET-Flaschen aus Erdöl und machen genauso viel Müll. Also sind diese 12,4% gar nicht recycelt? Nein, sind sie nicht. Wir haben es sogar schriftlich in einer E-Mail von Coca-Cola, dass sie zurzeit nur 7% recycelten Kunststoff verwenden. Obwohl ihr Ziel schon für 2015 bei 25% lag. Das Ziel wurde also weit verfehlt.
Die Umweltschützer glauben, Coca-Colas Recyclingversprechen diene hauptsächlich der Werbung, damit der Verbraucher weiter Plastikflaschen kauft. Wenn Unternehmen riesige Mengen Plastik verwenden, verkaufen sie der Öffentlichkeit die Idee vom Recycling gerne als Lösung des Problems. Aber es ist nicht so einfach. Wir stellen mittlerweile so viele und so komplizierte Kunststoffe her, dass es unmöglich ist, sie alle zu trennen und zu recyceln. Es geht einfach nicht. Also frisiert Coca-Cola seine Umweltstatistik. Und das ist bei weitem nicht alles. In diesem Umschlag steckt ein Bündel von internen Briefen und Dokumenten aus dem Coca-Cola-Konzern. Lauter vertrauliche Papiere, die vor einigen Monaten anonym im Internet veröffentlicht wurden. Darunter auch dieses Strategiepapier aus dem Jahr 2016, erstellt von Coca-Colas Brüsseler Cheflobbyistin für die EU. All diese Stichpunkte beschreiben geplante Maßnahmen der Europäischen Union, die nicht im Interesse von Coca-Cola liegen. Wie der CO2-Emissionshandel, Einschränkungen von Koffeinmengen und ein Verbot von Werbung, die sich an Kinder unter 12 richtet. Also alles, was dem Umsatz von Coca-Cola irgendwie schaden könnte. Ein Kreis ist mit Fight Back überschrieben, also bekämpfen. Das sind Ziele der EU-Politik, die Coca-Cola mit Lobbyarbeit verhindern will. Und zu den Maßnahmen, die Coca-Cola strikt ablehnt, gehören erhöhte Sammel- und Recyclingziele. Und gleich darunter steht das Pfandsystem, das in vielen europäischen Ländern gut funktioniert. Es verhindert mit am besten, dass Getränkeverpackungen in der Umwelt landen. Aber Coca-Cola ist dagegen. Das Absurde dabei: Ursprünglich setzte Coca-Cola selbst erfolgreich auf Pfandflaschen. In den 1950er Jahren wurde das amerikanische Kultgetränk nur in Glasflaschen abgefüllt, auf die der Kunde Pfand zahlte. Die leeren Flaschen wanderten zurück in die Fabrik, wo sie gewaschen und neu befüllt wurden. Ein System, das die Umwelt kaum belastet. Es funktionierte reibungslos. Aber dann entschied Coca-Cola sich für die Einführung von Plastikflaschen, entgegen der ausdrücklichen Empfehlung von Fachleuten. Die Geschichte vom Ende der amerikanischen Coca-Cola-Pfandflasche ist kaum bekannt. Der Getränkekonzern hat sie lange unter der Decke gehalten. Aber ein Mann kann sich noch sehr genau daran erinnern. Heute ist er Rentner und lebt bescheiden im US-Staat Michigan. Hallo, I'm from Rodrigo. Good to meet you. Nice to meet you. Vielen Dank, dass Sie uns empfangen. Please enter. Thank you very much. Arsen Darnay ist Ingenieur und war lange im Dienst der amerikanischen Umweltbehörde. Dabei untersuchte er als erster die Auswirkungen von Coca-Cola-Flaschen auf die Umwelt. So ähnlich sahen sie aus, aber sie waren kleiner. Eine typische Colaflasche war etwa so groß, grün, durchsichtig und immer aus Glas. So erinnert Darnay sich an die Colaflasche der frühen 1970er Jahre. Damals erwacht Coca-Colas Interesse an Plastikflaschen. Die Firma fragt bei ihm an. Sie wollten wissen, wenn man jeden möglichen Einfluss auf Umwelt und Natur betrachtet, welches System ist das Beste? Über ein Jahr lang forscht der Ingenieur daran und vergleicht die Umweltbelastung von Glasflaschen mit der von Aluminiumdosen und Kunststoffflaschen. Nach all seinen Analysen und komplexen Berechnungen kommt er zu einem klaren Schluss.
Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass die Mehrwegglasflasche, wenn sie mindestens 15 Mal befüllt wird, eindeutig der umweltfreundlichste Behälter ist. Dank dieses Berichts weiß Coca-Cola schon Anfang der 70er Jahre, dass Mehrwegglasflaschen die Umwelt viel weniger belasten als Flaschen aus Plastik. Aber das Unternehmen behält diese Information für sich. Wir haben das für Sie erstellt und Sie haben es nicht veröffentlicht. Und warum nicht? Sie hatten kein Interesse daran, die Öffentlichkeit aufzuklären. Warum? Weil Sie insgeheim längst beschlossen hatten, in welche Richtung Ihre Zukunft ging. This is the new lightweight plastic 2-liter bottle. Ich musste zusehen, wie sie die Plastikflasche einführten. So light that 10 EasyGo plastic bottles weigh less than one glass bottle. EasyGo weighs 25% less than glass. 1975 bewirbt Coca-Cola seine neuen Plastikflaschen und legt Arsène Danet's Analyse zu den Akten. It's light, it's tough, it's EasyGoer. Die Entscheidung ist gefallen. Coca-Cola führt weltweit Plastikflaschen ein und andere Konzerne folgen. Die Plastikflut rollt heran. Schon in den 1980er Jahren ruft das wachsende Müllproblem Naturschützer auf den Plan. Manche US-Bundesstaaten wollen daraufhin das Flaschenpfand zur Pflicht machen. Doch sie kennen die Macht des Coca-Cola-Konzerns noch nicht. Coca-Cola kämpft immer an vorderster Front gegen alle gesetzlichen Vorgaben, die ein Pfandsystem oder eine Abgabe auf Verpackungsabfälle einführen wollen. Ihre Newsletter feiern regelmäßig den Erfolg bei diesem Kampf. Beinahe jede Woche triumphieren sie wieder: Wir haben gesiegt und das Pfandsystem in diesem oder jenem Staat verhindert. Was glauben Sie, warum geht der Konzern so hart gegen einen Flaschenpfand vor? Aus welchem Grund? Ein Pfand würde sie mehr Geld kosten. Es würde sie zwingen, ihre Entsorgungskosten mit einzurechnen. Schließlich ist es ein kluger Marktmechanismus, der die Industrie dazu zwingt, sich mit ihrem Müll auseinanderzusetzen. Während also der Coca-Cola-Konzern öffentlich eine Welt ohne Müll verspricht, das ist unser Ziel, arbeiten seine Lobbyisten insgeheim seit über 40 Jahren daran, umweltfreundliche Alternativen zur Plastikflasche zu verhindern. Wir haben viele Fragen an Coca-Cola. Nach monatelangen Verhandlungen sagt uns der Konzern ein Interview zu, in seiner französischen Zentrale. Danke, dass wir kommen durften. Das freut uns sehr. Wir werden freundlich empfangen. Wir können die Möbel auch noch umstellen. Möchten Sie was trinken? Aber man vertraut uns nicht so ganz. Ich hatte Ihnen ja geschrieben, dass wir das Gespräch auch filmen werden. Archie wird das machen. Michael Goldsman ist eigens aus den USA nach Paris gekommen, um unsere Fragen zu beantworten. Bonjour. Der Manager arbeitet seit 1997 für Coca-Cola und leitet dort das Ressort für globale Strategien und Nachhaltigkeit. Wie hoch ist der Prozentsatz von recyceltem Plastik, das Coca-Cola weltweit in seinen Flaschen verwendet? Ja, auf globaler Ebene haben wir noch viel zu tun. Wir liegen bei 7%. Wie Sie sicher wissen, hat sich die Coca-Cola-Gruppe 2008 verpflichtet, bis 2015 25% recyceltes Plastik einzusetzen. Jetzt haben wir 2018 und das Ziel liegt noch in weiter Ferne. Sie sagen selbst, es sind gerade einmal 7%. Warum haben Sie es nicht geschafft? Weil das sehr schwierig war. Sie haben recht, wir haben unsere Ziele verfehlt. Das ist uns bewusst. Wir müssen besser werden. Aber mit unserer neuen Strategie glauben wir, das erreichen zu können. Aber wir sind uns einig, dass Sie weit entfernt sind. Da stimme ich Ihnen zu.
Doch diese Strategie haben wir erst seit Januar und jetzt ist es Juli. Also arbeitet Coca-Cola seit Januar 2018 mit einer echten Strategie. Das sind jetzt gut 6 Monate. Wir beteiligen uns in vielen Ländern an Sammel- und Recycling-Systemen. In Frankreich haben wir schon 2012 investiert, das ist also nichts Neues. Aber ja, die Strategie stammt aus dem Januar 2018. Kennen Sie dieses Dokument? Ja, aber es entspricht nicht unserer aktuellen Strategie. Es kommt von Coca-Cola. Es ist alt und das wissen Sie. Nur 2 Jahre. Von 2016. Also nur 2 Jahre. Wir haben im Januar unsere neue Strategie verkündet und dieses Papier entspricht nicht unserer aktuellen Strategie und Firmenpolitik. Und ist Sophia Chrysopoulou noch Ihre Lobbyistin in Brüssel? Ja. Heißt das, sie hat diese Grafik geändert? Sie sieht jetzt anders aus? Ja, sie sieht anders aus. Können Sie uns die neue Grafik geben? Nein, ich habe keine Grafik für Sie. In 2 Jahren haben Sie viel verändert. 2016 bekämpfen Sie diese Maßnahme und jetzt sind Sie dafür. Wie kommt das? Wir stehen ständig in Kontakt mit Dritten. Wir kommunizieren ständig und bewerten unsere Richtlinien regelmäßig neu. Wir haben beschlossen, jetzt ist es Zeit, ernsthaft zu investieren. An den Maßnahmen, die wir vor Ort durchgeführt haben, sehen Sie, dass wir es ernst meinen. Und wir sind überzeugt, dass wir es schaffen können. Sie sagen also einerseits, Sie wollten wirklich etwas ändern. Andererseits kommt dieses Strategiepapier heraus, das geheim bleiben sollte. Das lässt mich an Ihrer Ehrlichkeit zweifeln. Sie scheinen oft Ihre Meinung zu ändern. Sie dürfen natürlich zweifeln. Klar. Ich bitte Sie und Ihre Zuschauer nur darum, unsere Glaubwürdigkeit von jetzt an nach unseren Plänen und Taten zu beurteilen. Bevor wir uns ein Urteil erlauben, machen wir noch eine Reise. Unforgettable Tanzania. Tanzania. Das ostafrikanische Land macht gern Werbung mit seiner traumhaften Landschaft, unberührten Stränden und aufregenden Fotosafaris. Nicht im Werbespot zu sehen, Tansania ist auch das Coca-Cola-Land schlechthin. Ob an Bushaltestellen, Hauswänden oder auf dem Kinderspielplatz. Das rot-weiße Logo ist so allgegenwärtig, dass man es kaum noch bewusst wahrnimmt. Immerhin finden sich in Tansania noch Coca-Cola-Pfandflaschen aus Glas. Das könnte eine gute Nachricht sein, wenn es denn dabei bliebe. Doch der amerikanische Konzern macht in Tansania gerade das, was vor knapp 50 Jahren in den USA begann. Das Glas wird abgeschafft zugunsten von Plastik. Wie hier, in einer der 4 Coca-Cola-Abfüllanlagen Tansanias. Hier ist alles nagelneu. Stolz begleitet uns James Malaba, der Leiter dieser Produktionsstraße, in der nur Plastikflaschen vom Band laufen. Heute wird Fanta abgefüllt, das wie viele andere Getränkemarken zur Coca-Cola-Gruppe gehört. Alles läuft automatisch und steril ab. Geschützt hinter großen Fenstern läuft tonnenweise Brause in Flaschen. Menschen sind nur dazu da, die fleißigen Maschinen zu füttern. Das ist der Zähler für die Ananas-Fanta. Wie viel haben Sie abgefüllt? 86.340 Flaschen. Das ist die Produktion von 2,5 Stunden.
86.340 Flaschen in 2,5 Stunden. Umgerechnet 10 Flaschen pro Sekunde. Und das in nur einer Abfüllanlage der 4 Fabriken im Land. Unmengen an Plastik. Vor 5 Jahren füllte man hier noch ausschließlich in Glasflaschen ab. Doch heute steht das Fließband mit den Glasflaschen praktisch still. Die Leute wollen alles einfach mitnehmen, aber Pfandflaschen muss man wieder zurückbringen. Und außerdem sehen die PET-Flaschen auch sehr ästhetisch und gut aus. Dabei hat die Verwendung von Kunststoff für ihn weniger mit Aussehen als mit Geld zu tun. Bei Glasflaschen müssen die Leute sich darum kümmern, dass die Flaschen zurückkommen. Aber ich will die Flaschen nicht zurück. Ich will nur verkaufen. Aus Malabas Sicht ist das ganze Plastik gar kein Problem für Tansanias Umwelt. Das ist ein gutes Geschäft. Jeder möchte Geschäfte machen, also sammeln die Leute Plastik. 80% davon werden recycelt. Nach dem Besuch in der Abfüllanlage möchten wir diese effiziente Recyclingindustrie kennenlernen. Schafft sie es, das schöne Tansania sauber zu halten? Unforgettable Tanzania. In Wahrheit versinkt das Land im Müll. Und das angeblich so gute Geschäft mit leeren Colaflaschen ist ebenso mühselig wie schmutzig. Ein Job, den nur die Ärmsten der Armen machen. Wie Martha, alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Um ihnen etwas zu essen kaufen zu können, sammelt sie Plastik am Strand. Welche Sorte ist am besten? Am meisten Nachfrage gibt es nach solchen Flaschen aus hartem Plastik. Sie zu finden ist immer gut. Aber ich nehme alle Arten von Flaschen mit. Bis jetzt habe ich noch nicht viel gefunden. Hier in Tansania begegnen wir einem alten Bekannten, dem Tafelwasser Dasani. An einem 8-Stunden-Tag sammelt Martha bis zu 20 Kilo Plastik. Pro Kilo bekommt sie 250 Schilling. Das entspricht 8 Cent. Also liegt ihr Tageslohn bei nicht einmal 2 Euro. An einem guten Tag. Warum ich das hier mache? Na, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Niemand sollte sich einbilden, dass man davon wirklich leben kann. Aber ich muss es eben tun. Die letzten Monate waren hart, weil die Preise im Keller sind. Warum sind sie gefallen? Weil es zu viel Plastik gibt. Zu viel Plastik verdirbt die Preise. Und es gibt zu viele arme Sammler wie Martha, die kein anderes Einkommen haben. Wie weit diese wilde Recyclingwirtschaft aus dem Ruder gelaufen ist, zeigt sich auf der größten Mülldeponie des Landes, in Dar es Salaam, dem Wirtschaftszentrum Tansanias. Sobald ein LKW mit Müll ankommt, stürzen sich alle darauf. Wonach suchen Sie? Nach Plastiktüten und Plastikflaschen, so wie die hier. Diese Art Flaschen sind die besten. Sauber, durchsichtig und aus festem Kunststoff. Sie sind gut, aber man muss lange danach suchen, weil sie im Müll so schwer zu finden sind.
Also durchwühlen sie den Dreck anderer Leute mit bloßen Händen. Manchmal verletzt man sich an Glas oder an den herumliegenden Spritzen und Nadeln. Passen Sie auf, hier liegen auch Glasscherben. Muaramo ist 30. Seit 2 Jahren sucht er täglich im Abfall nach verwertbarem Kunststoff. Lange genug, um die Regel zu kennen, die auf der Müllkippe herrscht. Nur die Stärksten überleben. Es macht uns fertig, aber wir sind in diesem System gefangen. Die legen die Preise fest und wenn nur einer von uns dazu Ja sagt, müssen alle mitmachen. Wer sind die Leute, die den Sammlern Spottpreise diktieren und sie zu einem Leben in bitterer Armut verdammen? Einer der Aufkäufer hat seinen Sitz in einem Vorort von Dar es Salaam. Es ist der größte Zwischenhändler des Landes für gebrauchten Kunststoff. Auf dem großen Firmengelände bietet sich ein surrealer Anblick. Ein gigantischer Berg aus leeren Flaschen. Jeder der Arbeiter trägt bis zu 70 Kilo Plastik hier hinauf. Menschliche Ameisen, deren Lasten größer sind als sie selbst. Wie hält man das aus? Das größte Problem hier ist die Sonne, das sage ich Ihnen. Die Sonne ist unbarmherzig. Es ist alles unvorstellbar dreckig. Und wir sammeln hier mit bloßen Händen. Am Fuß des Flaschenbergs arbeiten die Sortiererinnen. Farbige Flaschen und Folien werden vom Rest getrennt. Transparenter Kunststoff kommt in Säcke und wird dann zu kleinen Stücken gehäckselt. So kann er an Recyclingunternehmen verkauft werden. Bis vor kurzem wurde dieses Material nach China exportiert, dem weltweit größten Markt für gebrauchten Kunststoff. Doch damit ist Schluss, wie uns die Vorarbeiterin erklärt. Gestern habe ich von einer Sammlerin gehört, dass die Preise seit ein paar Monaten im Keller sind. Warum? Weil China sich weigert, das hier zu kaufen. Das war im September. Wir exportieren erst seit Februar wieder. Es gab einfach keinen Markt. Was haben Sie in der Zwischenzeit getan? Wir haben weiter angekauft. Sehen Sie diesen Berg? Alles, weil China nichts kauft? Ja. Der Berg wächst? Ja. China weigert sich seit Anfang 2018 weiterhin den Müll der ganzen Welt zu schlucken. Zuvor landeten 56% der weltweit gesammelten Kunststoffreste in China. Dann sprangen andere südostasiatische Länder ein, wie Vietnam und Malaysia. Aber der weitaus größte Teil des Plastikmülls wird noch immer deponiert, verbrannt oder landet im Meer. Wir sind gespannt, was Michael Goldsman dazu sagt, der als Ressortleiter bei Coca-Cola für die Umweltpolitik verantwortlich ist. Ich würde Ihnen gerne ein paar Ausschnitte von unseren jüngsten Dreharbeiten zeigen.
Das ist in Tansania. Waren Sie da schon mal? Ja. Vor 6 Jahren verkaufte Coca-Cola in Tansania keine einzige Plastikflasche, sondern nur Pfandflaschen aus Glas. Aber heute füllt Coca-Cola auch in Tansania in Plastikflaschen ab. Warum wurde das so entschieden? Das liegt am Verbraucher. Alle Arten von Verpackung haben gewisse Vor- und Nachteile. Der Verbraucher möchte seine Getränke auch leichter tragen können. Also ist der Verbraucher schuld, dass Sie jetzt Plastik verwenden? Nein, wir haben entschieden, uns dem Druck der Verbraucher zu beugen. Aber damit sind wir in der Verantwortung. Wir müssen sicherstellen, dass diese Flaschen eingesammelt werden, und das wollen wir tun. Sie haben vor 6 Jahren auf Plastik umgestellt. Warum haben Sie da kein Sammelsystem aufgebaut? Wichtig ist, dass wir es jetzt tun. Nein, ich finde es wichtig, dass 6 Jahre lang nichts passiert ist. Sie haben Plastikflaschen eingeführt, ohne sich um Sammlung und Recycling zu kümmern. Heute haben wir eine neue Strategie. Wir wollen eine Kreislaufwirtschaft aufbauen. Mit Kreislaufwirtschaft meinen Sie im Grunde doch dasselbe wie Recyclingwirtschaft. Ich bitte Sie, sich eine Aussage anzuhören. Sie beschreibt, wie dieser Wirtschaftszweig in Tansania zurzeit aussieht. Schauen Sie. Ich mache das, um etwas Geld zu verdienen. Niemand sollte sich einbilden, dass man davon wirklich leben kann. Wie finden Sie das? Unsere Flaschen können mehr wert sein. Alle gebrauchten PET-Flaschen haben noch einen Wert. Denken Sie nicht, dass Coca-Cola in Tansania einen Fehler gemacht hat? Ich sehe solche Bilder nicht gern. Niemand schaut sich das gerne an. Mir ist klar, dass es Bedenken gegen Kunststoffe gibt, und wir antworten darauf mit dem System, das wir gerade aufbauen. Können Sie erläutern, was Sie in Tansania aufgebaut haben? Also, was Sie bereits investiert und entwickelt haben, um diesen armen Menschen zu helfen? Noch haben wir das Projekt nicht begonnen, aber wir haben Pläne. Also haben Sie noch nichts investiert? Noch haben wir nichts investiert. Wir wollen in Tansania dasselbe Fördermodell für PET-Recycling aufbauen wie in Südafrika. Und in einem Jahr können wir das dann vor Ort betrachten. Coca-Cola verspricht eine Welt ohne Müll, in den Worten ihres Geschäftsführers James Quincy. Halten Sie wirklich eine Welt ohne Plastik für möglich? Unsere Vorstellung ist nicht eine Welt ohne Plastik. Wir sehen die Vorteile von Kunststoff, wie sein geringes Gewicht. Aber wir sehen auch die Nachteile, und daher wollen wir bestimmte Systeme aufbauen, um das in den Griff zu bekommen. So sieht also die Zukunft von Coca-Cola aus. Noch mehr Plastikflaschen. Von seinen Versprechungen einer Welt ohne Müll mit Kreislaufwirtschaft ist der Konzern weiter entfernt denn je. Und allein während der Laufzeit dieser Dokumentation hat Coca-Cola weltweit über 10 Millionen Plastikflaschen verkauft.